Und nun bitte ich euch, euch rein intuitiv einen Baum auszusuchen, zu dem ihr sprechen wollt. Und dann nehmen wir Kontakt auf. Kinocast. Hallo und willkommen hier zur neuen Ausgabe vom Kinocast. Mit mir in der Leitung die Kate. Hallo Kate. Hallo. Und der Chris ist auch dabei. Hallo Chris. Moment, ich muss ganz kurz noch meinen Schlittschuh ausziehen. Moment. Jetzt hi. Ja, Schlittschuh. Hallo. Kommst du direkt vom Eis. Aber das war, glaube ich, der andere Podcast, oder? Wo ihr euch das in der Kabine. Immer. Das funktioniert absolut immer. Wo ihr euch in der Kabine immer trefft und so. Wir haben aber ein paar Filme für euch, also nicht nur Eishockey, sondern Filme. Wir waren nämlich in der Sneak Preview. Dort gab es den Film Alles unter Kontrolle. Und dann haben wir bei den gesehenen Filmen, der Kate und Chris, die beiden, die waren in der ganz normalen Vorstellung von Logan. Und ich habe noch im Heimkino was geguckt, da könnt ihr euch mal überraschen lassen. Und bei der Kate stehen hier noch ein paar Serien drin, die sie gesehen hat. Ah, sehe ich hier. Ja, nee, nicht ganz, also passt. Ja. Wir sprechen da drüber. Dann verlosen wir heute die Blu-ray von Max Steel, falls wir das irgendwie hinkriegen mit irgendwie auslosen. Und wir müssen auch Cure for Wellness, die schönen Krankenhauspantoffeln und die Poster müssen wir auch mal verlosen. Das machen wir auch heute. Volles Programm und mal sehen, was uns noch so einfällt. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit dem Film Alles unter Kontrolle. Die Sneak Preview von der letzten Woche. Hatte das eigentlich jemand getippt? Nee, ne? Oder? Stand das drauf? Doch, war getippt. Ja. War getippt, ja. Stand drauf. Alles unter Kontrolle ist ein französischer Film. Und zwar geht es darum, dass wir lernen einen Migranten kennen in Frankreich. Und der hat, der hat so ein paar kleine Gaunereien am Laufen, dass er irgendwelche Leute so ein bisschen abzockt und so. Ist aber eigentlich ein ganz netter und der wird mal von der Polizei kontrolliert und die stellen dann fest, oh je, da der Typ, das ist ja ein ganz, ganz schlimmer, der muss abgeschoben werden. Problem ist nur, dass derjenige, dieser kleine Gauner, wie hieß er eigentlich? Karsoudi, oder? Irgendwie so, ja. Karsoudi. Ich gebe es ehrlich zu, ich habe den Namen, der ist mir schon wieder entfallen. Ja, mir auch. Der hatte jemanden mal seinen Pass geklaut und hat sich seitdem für den anderen ausgegeben. Und der eigentliche böse Bube ist nämlich der andere, dessen Pass er hat. Und er hat den Pass genommen, weil das ein Afghane war. Und er ist eigentlich Algerier und es gibt ja sehr viele Algerier in Frankreich auch. Und die werden aber halt, ja, wenn die illegal eingereist sind, auch schnell mal abgeschoben, weil Algerien ist ja nun zumindest von Frankreich aus ein sicheres Herkunftsland. Und er hat aber einen afghanischen Pass nun und ist ein Bösewicht, ist straffällig geworden, zumindest von den Dokumenten her. Und er soll nach Kabul abgeschoben werden. Und er ist ja nun gar nicht aus Kabul, aus Afghanistan und sträubt sich da so ein bisschen. Und wir lernen parallel dazu noch den Polizisten, den Grenzpolizisten José Fernández kennen. Typisch französischer Name. Er hat nämlich eigentlich spanische Wurzeln. Und wir sehen, wie er zusammen mit einem Kollegen immer irgendwelche Leute nach ins Ausland wieder eskortiert, in deren Herkunftsländer, wohin sie abgeschoben werden. Also die dürfen da als erstes ins Flugzeug rein und ja, bringen die halt zurück in ihr Heimatland und dann verdampfen sie wieder und die hören dort immer dieselben Storys. Ja, ich bin das nicht und es ist ein großer Fehler passiert und demzufolge, als der Karsoudi denen sagt hier, ja, es ist ein großer Fehler passiert, da sagen die, ja, ja, klar, das hören wir jedes Mal. Und es geht auch ein bisschen was schief, nämlich das Flugzeug, was diesmal eine afghanische Airline ist, diese zurückbringen soll. Damit geht einiges schief. Sie müssen dann irgendwie auf Malta zwischenlanden und dort büxt der Typ dann nochmal aus und ja, da driften sie noch ein bisschen ab ins Partyleben von Malta. Und ja, ich weiß nicht, wie weit wollen wir es denn eigentlich erzählen? Mehr gibt es eigentlich nicht zu erzählen. Du hast noch die nette Liebesgeschichte im Hintergrund vergessen. Zu Recht vergessen, oder? Das hast jetzt du gesagt, ja, aber. Die war ja sowas von unnütz. Also der Grenzpolizist, genau, der hat nämlich eine
ja, eine Freundin und die hat ein Kind, was jetzt nicht seins ist. Also die hat er kennengelernt, da hatte ich schon das Kind gehabt. Und ja, da gibt es dann nochmal irgendwelche Themen, weil die natürlich, wenn die da durch die Welt jetten, dann lassen sie es halt auch ganz gut gehen. Und da ist die Szene, die kommt sogar im Trailer, wo man dachte, oh, das wird ein total witziger Film, aber es war irgendwie nur die eine Szene, irgendwie so ein bisschen. ja. Und dann versucht er irgendwie seine Freundin wieder, die schmeißt ihn dann raus und versucht dann halt wieder gutes Wetter zu machen bei ihr, aber das klappt alles nicht so. Aber ich glaube, mehr braucht man da jetzt nicht so erzählen, oder? Nee. Wir haben jetzt nicht so sehr gelacht, oder? In dem Film. Also, ich denke, der Film hätte einiges an Potenzial gehabt und hat es zu 0% ausgeschöpft. Das ging damit los, dass ich leider keinen der Charaktere irgendwie auch nur annähernd sympathisch fand, muss ich ganz ehrlich gestehen. Hat mich überhaupt nichts abgeholt. Noch ein kleiner Funfact kurz nebenbei, weil du ja vorher gefragt hast, ob der getippt wurde. Der wurde übrigens von dir selbst getippt. Ach. nur mal so. Aber das ist nur mal ein kleiner Funfact. Naja, ansonsten, wie gesagt, der Film hat mich zu 0% echt abgeholt. Also ab und zu mal so ein bisschen, ja, okay. Aber war irgendwie nicht mein Humor. Ja, es ging, ja, also eigentlich war ich dem ganz positiv gegenüber gestimmt, weil als ich den getippt habe, jetzt fällt es mir wieder ein, dass ich den getippt habe, habe ich mir den Trailer angeschaut. Der sah echt witzig aus. Und dachte ich, ja, wir hatten ja schon einige gute französische Komödien in der Sneak Preview und gerade bei diesen Themen hier mit Einwanderer und mit ja, politisch inkorrekt und so weiter, da hat ja gerade Frankreich in den letzten Jahren ein paar ganz gute Dinger rausgehauen. Aber irgendwie dann bei dem gesamten Film, boah, das war mir alles, war auch sehr viel Fäkalhumor und so Zeug. Und du weißt, was ich meine. Also ganz, ganz schlimm. Ja, also wie gesagt, das war teilweise relativ primitiv. Ich meine, er hat ganz gut angefangen. Ich glaube, die ersten paar Szenen da, wo du die kennenlernst, das fand ich noch ganz interessant. Das hätte sich echt entwickeln können. Aber wie gesagt, der Film hat aus dem Potenzial, das er angeboten hat, überhaupt gar nichts gemacht. Ja. Das ist, ja. Ha. Die stellen sich auch so dappig an, also ich weiß auch nicht. Also ja, wenn das hier nun, also. Sag mal, es ist ja hier so der letzte, quasi sein letzter großer Fall, weil der soll dann befördert werden. Da fragt man sich, wie der vorher da irgendwas geschafft hat. Also ich weiß auch nicht. Absolut, ja. Also das, wie gesagt, das, nee, war echt nicht meins. Also, oder war wirklich nicht meins. War bei Weitem nicht so gut, wie er hätte sein können. Sehr viele unnütze Nebengeschichten mit drin. Wie eben mit seiner Frau / Freundin da. Und das war irgendwie total unnütz, dass da irgendwie noch versucht wurde, da ein bisschen Pfeffer reinzubringen in den Film. Er hätte sich wirklich auf das Wesentliche besinnen sollen. Irgendwie auf den Typ. Der Typ war auch irgendwie ein bisschen, wirkte sehr, sehr amateurhaft, wie der gespielt hat. Irgendwie dieser Algerier da. War immer sehr überzogen und ach. Ja. Nee. Nee. War jetzt nicht so gut. Es gibt welche, die haben ihn gefeiert. Ich habe ihn überhaupt nicht so gefeiert. Also. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich gegeben habe in der Metropol-Sneak. Ich habe bestimmt irgendwas so mit 5 Punkten oder so gegeben, schätze ich mal. Ich glaube, du hast 5. Ja. Genau, du hast 5 gegeben, ich habe 4 gegeben. Das ist halt so ein Film. Wenn ein Film irgendwie richtig gut ist, dann haut er einen aus den Socken. Wenn ein Film richtig scheiße ist, auch nicht schlecht, wenn der polarisiert, weil dann gibt es wieder welche, die sagen, nee, genau das gefällt mir, was dir nicht gefällt. Der Film ist halt einfach so, bäh, so durchschnittlich. Ich habe jetzt schon, als ich heute unser Dokument vorbereitet habe, ich wusste schon wieder nicht mehr, wie der heißt, der Film. Also ich hab den schon wieder vergessen gehabt, ne? Also das dazu. Also der Film ist so zum Vergessen eigentlich. Also ins Kino muss man dafür nicht gehen. Da gibt es durchaus bessere Filme. Das ist einfach, ja, ist nett, aber nett ist der kleine Bruder von Scheiße. Also das ist, hätte so gut werden können. Ja. Halten wir uns nicht so lange dabei auf, oder? Nee, wirklich nicht. Also hat er, böse gesagt, hat der Film leider nicht verdient. Ja. Das klingt jetzt echt arsch, ich weiß, aber. Ich glaube, die Kate zieht es da auch nicht unbedingt rein jetzt in den Film, oder? Ihr habt mir jetzt so unfassbar überhaupt gar keine Lust auf den Film gemacht, danke. Wir helfen gerne. Tja. Nee, also ich war ja nicht dabei, aber als ich dann gehört habe, was kommt, war ich jetzt nicht so unbedingt traurig, weil ich finde den Trailer schon nicht gut. Ich habe mir den dann angeschaut und fand ihn nicht gut und ich bin nicht traurig, dass ich ihn nicht gesehen habe.
Hm. Ah ja. Mal sehen, vielleicht kriegen den ja noch andere Sneaks. Vielleicht hat ihn ja irgendjemand dann total vom Hocker gehauen und fand ihn dann total gut oder so. Wer weiß. Wir nicht, auf jeden Fall. So was soll vorkommen. Wir liegen da. Was hattest du für Punkte, Chris? 4. Ah, okay. Ich schreibe mal ins Dokument rein, dass ich das nachher noch weiß, wenn ich die Sternchen gebe. Das wirklich hier für eine Komödie. Also ich bin ja relativ leicht zu erheitern. Also, aber nee. Ja, es war noch nicht so, war halt auch nicht so lustig oder so, dass man sagt, ja. Also die Witze, die dann so drin waren, ja, ich war halt alles so alt hergebracht und nee, ach, halten wir uns da nicht weiter auf. Wie ist denn dein Tipp für die nächste Woche, für morgen? Für morgen, der Tipp, das ist dann die Sneak, da müssen wir übrigens mal aufpassen. Weil es irgendwie, wir haben da auf unserer Gruppe andere Nummern, wie das Kino hat. Okay. Wir liegen da eins auseinander, ist mir da aufgefallen. Ja, das ist aber irgendwo sind wir mal verrutscht. Also entweder sind wir verrutscht oder ist das Kino verrutscht. Also da müssen wir aufpassen. Ich tippe mal auf uns. Keine Ahnung. Also entweder ist es die Sneak 890 oder 889, je nachdem. Auf jeden Fall, der Tipp lautet, ein Leben auf gepackten Koffern. Mhm. Und Kate, sind da schon irgendwelche Tipps eingegangen? Selbstverständlich, wir haben ja fleißige Tipper, unter anderem dich, Erik. Der Erik, das habe ich schon wieder vergessen, was ich getippt habe. Nein, es gibt aber auch noch andere Tipps, und zwar wurde getippt, darauf hätte ich wirklich Lust, und zwar Abgang mit Stil. Der Film von Zach Braff mit anderem Morgan Freeman. Ist das von Zach Braff? Tatsächlich, wusste der ich gar nicht. Der ist Film von Zach Braff. Wusste ich gar nicht. Da hätte ich richtig Lust drauf, weil der sieht nach Spaß aus, der Trailer. Und dann wurde noch getippt, ein Dorf sieht schwarz. Das ist also ein Film, der 1975 spielt. Ich habe mir jetzt nicht genau angeguckt, um was es geht. Aber sieht auch eher so aus, als müssten da irgendwelche durch die Gegend ziehen mit ihren gepackten Koffern. Könnte auch sein. Und dann hat ja noch der Erik getippt. Genau, ich habe getippt, es war einmal in Deutschland. Das ist ein deutscher Film, ich glaube, da ging es irgendwie jüdisches Ghetto oder sowas, glaube ich, wo die quasi auf gepackten Koffern sitzen, weil sie nicht genau wissen, wann sie los müssen oder abhauen müssen oder irgendwas. Das würde halt ganz gut passen. Und dann habe ich noch getippt, schade, ich bin da nicht in der Sneak, wenn der Chris das vorliest. Tatlim, Tatlim, Doppelpunkt. Heibe denn Gertschi Küstü Ask. Keine Ahnung. Von der Story her, keine Ahnung. Ist aber ein türkischer Wobei Film, der ich gleich jetzt mal sagen möchte. Tatlim Tatlim ist nicht so schwer zum Aussprechen. Und heute bin Gerke Güstü Ask ist auch nicht so schwer. Hast du vorher geübt jetzt extra, ne? Hast du gedacht, Nee, wer kann, der kann. Genau. Du erinnerst dich vielleicht noch, früher hat er Ersan mit mir moderiert. Liebe Stimmt. Grüße an dieser Stelle. Und er ist halt Türke, oder? Ja. Ja, nee, keine Ahnung. Das würde auch, glaube ich, von der Story her nicht passen. Aber ich wollte einfach mal sehen, wie du das dann vorne bei der Sneak-Moderation vorliest. Aber ich glaube, du kriegst das ganz gut hin. Darfst aber gerne auch aussparen bei den Sneak-Tipps morgen. Ich bin ja dann leider nicht dabei. Ich kann es ja dann eh nicht hören. Ja, es wird trotzdem genannt werden. Es steht drin, also wird es auch genannt. Ja. Ganz einfach. Okay. Es ist dokumentiert, ja. Da kann mir die Kate dann erzählen, wie du dich geschlagen hast dabei. Aber ich glaube, du kriegst das ganz gut hin. Kann dir eine Soundaufnahme davon machen und schicken. Ich weiß nicht, wenn du da mit Aufnahmegerät im Kino, ich glaube, das wird nicht so gern gesehen. Ich glaube es auch. Das fällt mir auch gerade ein. Kann man ja mal probieren, was dann passiert. ja, ihr wart noch im Kino und habt Logan geguckt, sehe ich hier. Das ist natürlich, da habe ich ja eher erwartet, dass ihr eigentlich viel früher da reingeht. Ja, es war mehr oder weniger, wir hatten einfach vorher keine Zeit und haben uns dann gestern entschlossen, ins Kino zu gehen. Worum geht's? Der Film spielt im Jahr 2029. Wir machen einen relativ großen Sprung zum letzten Mal. Und die Mutanten sind, sagen wir mal, sind quasi ausgestorben. Ja? Also es gab da wohl mehrere Vorfälle, wird nicht genau darauf eingegangen. Es gibt nur noch eine Handvoll Mutanten, unter anderem Logan, der ziemlich gealtert ist, kommt ziemlich, sagen wir mal, zerstört, hört sich ein bisschen böse an, aber er ist ziemlich gezeichnet, sagen wir mal so gezeichnet, kommt er daher,
verdient sein Geld, indem er den Chauffeur macht, hat ein Auto, mit dem er dann also eine Limo, mit der er dann die verschiedensten Personen durch die Gegend fährt und lebt ziemlich außerhalb an der Grenze von Mexiko in so, auf so einem alten Gelände mit zwei anderen Mutanten, und zwar mit der ist ein Albino, und mit Charles Xavier, der auch richtig in die Jahre gekommen ist. Über den Film hinweg erfährt man, dass er jetzt um die 90 sein müsste. Und sein Verstand spielt ihm ganz schön viel Streiche, und er hat immer wieder so eine Art Anfälle, mit denen, die er nicht selber unter Kontrolle behalten kann. Deswegen steht er auch unter Medikamenten, um eben niemanden zu verletzen. Und eines Tages trifft eine Frau, eine spanisch sprechende Dame, auf Wolverine und bittet ihn um Hilfe. Und er will aber damit nichts zu tun haben und stößt sie quasi zurück und sagt: Nein, ich lassen Sie mich in Ruhe. Ne? So. Wie auch immer, es kommt dann doch noch dazu, dass die beiden doch miteinander, mehr miteinander reden, als er wollte. Und so trifft er auf ein junges Mädchen namens Laura, die eine Mutantin ist. Aber was eben relativ selten ist, dass es, weil es einfach eigentlich keine jungen Mutanten mehr gibt. Und Charles Xavier findet das sehr faszinierend. Er hat da mehrere Theorien zu. Und Laura wird jedoch gejagt, und darum geht es. Logan versucht sie dann zu beschützen, und es geht dann eine wilde Verfolgungsjagd quasi los. Und immer mehr kommt ans Licht, wer Laura ist und was eigentlich alles passiert ist in den letzten Jahren. Und mehr will ich eigentlich gar nicht erzählen zur Story. Ich Der habe gehört, es ist Film sehr an, brutal. es ist extrem brutal. Also ich weiß, ich habe jetzt noch nicht geguckt, also ich glaube, es hat FSK-Rating 16, was ich echt hart finde. Ich hätte ihm 18er gegeben. Wir sehen hier sehr viele Tantenkrallen in die Birne und durch den Kopf durch und Arme absäbeln und solche Sachen. Also es ist ganz brutal. Er ist extrem düster. Also er wirkt extrem beklemmend. Dadurch, dass halt auch Wolverine und Xavier so. Die sind halt nicht mehr die Mutanten von damals. Sie sind nicht mehr aktiv und wir leben für uns, für unsere Rasse quasi, ja. Sondern die sind einfach, die sind geläutert, alt, sie sind beide nicht mehr, wie sie wollen. Quasi immer auf der Flucht gewesen und verstecken sich. Und das merkt man ihnen richtig an, und das merkt man dem ganzen Film an. Und das ist eine unglaublich beklemmende Atmosphäre, dem Film aber absolut gut tut. Also ich fand ich kann es nicht mal richtig in Worte fassen. Die anderen bisherigen X-Men-Filme waren sehr lebhaft und wie soll ich das beschreiben? Die waren sehr, sehr aktiv. Und dieser Film ist eher ruhig, aber wenn er dann zur Sache geht, dann geht er aber ganz gewaltig zur Sache. Und das in so einem, quasi wie in so einem Grauton gehalten. Alles sehr düster. Und das junge Mädchen, also die kleine Laura, die muntert das zwar ein bisschen auf, aber auch sie hat so eine Grundstimmung, die eher düster ist, weil sie halt auch sehr viel mitgemacht hat in ihrem bisherigen Leben. Und ja, der Film, ich habe sehr viele Bewertungen darüber gelesen, und das ist ja auch bekannt, dass es der letzte Film mit Hugh Jackman sein wird. Er wird nicht mehr, das war das letzte Mal, dass er Wolverine verkörpert. Und ich glaube auch, dass Patrick Stewart das letzte Mal gemacht hat als Charles Xavier. War ein Abschluss, also ein Abschluss dieser Filmreihe, der mich extrem traurig gemacht hat. Aber er war trotz allem gelungen. Wenn man versteht, was ich damit sagen will. Ja, Chris, was meinst du dazu? also ich gebe dir recht, es ist ein relativ harter Film. Es ist ziemlich viel brutale, wirklich brutale Gewalt dabei.
Es wird aber weitestgehend auf so richtig krasse Special Effects irgendwie verzichtet. Und das ist so total ungewohnt für so einen X-Men-Film, für so einen Marvel-Film, wenn man die zuletzt gesehen hat. Also es ist kein hier so computeranimiertes Feuerwerk an sich, sondern es wirkt relativ, ja, einfach alt gewordene Helden, gefallene Helden. Und es ist nicht mehr so, wie es mal war. Und man merkt einfach, der Zahn der Zeit hat extrem an Wolverine genagt. Und wie war das? Das Gehirn von Charles Xavier gilt laut Homeland Security als eine nationale Bedrohung. Also ja. Als eine Massenvernichtungswaffe und was weiß ich was alles. Es ist unfassbar, wie die Stimmung da gekippt ist und wie das alles dargestellt wird in der Zukunft und halt wirklich von den überbleibenden Mutanten dargestellt. Alles so düster, traurig, trist, auch ganz arg. Mhm. Und ja, das macht eigentlich den Film aus. Das hat so eine komplett triste Grundstellung und Grundhaltung. Und ja, ich fand es aber relativ cool gemacht, muss ich dazu sagen. Also es hat schon auch seinen Sinn ergeben, warum das auch so gemacht wurde. Mhm. Ich glaube, sowas ist für mich irgendwie noch ein bisschen interessanter. Also diese ganzen geleckten Superhelden, die hier nun die ganze Welt retten und so. Ich glaube, wäre das, glaube ich, voll was für dich. Ja. Marvel bricht mit dem Film sehr viele Regeln, also bisherige Regeln, die Marvel selber aufgestellt hat, finde ich. Also es sind einfach ein paar Sachen, die hätte ich so nicht von Marvel erwartet. Und das finde ich einerseits sehr, sehr gut und andererseits finde ich es sehr, sehr traurig, weil das einfach diese X-Men-Reihe damit beendet oder zu Ende bringt. Und ich liebe den Charakter des Charles Xavier. Egal ob von McAvoy oder von Stewart. Ich mag diesen Charakter einfach. Dieses Steh-auf-Männchen, egal was mir passiert. Ich kämpfe für uns, für das, was wir sind. Und ich helfe anderen, damit umzugehen. Und das ist. Ich mag diese Figur so, glaube ich, sehr. Und ich bin todtraurig, dass es jetzt zu Ende ist. Ist das zu Ende? Oh, das ist ja natürlich. Ist das nicht ein Spoiler? Ja, die beiden hören ja auf. Es wird keine weiteren Filme mit den beiden geben. Ich keine Ahnung, ob es noch X-Men generell endet, ob es noch weitere Filme mit McAvoy und so gibt. Das war keine Ahnung. Aber für diese Timeline mit diesen erwachsenen beiden ist beendet. Das haben sie gesagt. Es sind ihre beiden letzten X-Men-Filme. Für beide. Und das finde ich unglaublich schade. Unglaublich traurig. Und das ist ein komplett anderer Marvel-Film. Komplett anders. Selbst James Bond hat schon gesagt, sag niemals nie. Ja. Nein, der starb aber auch an einem anderen Tag. Nee, ich glaube, dass Marvel mit den Dingen, die in diesem Film getan haben und mit Regeln, die sie vielleicht gebrochen haben oder nicht, der Chris weiß, was ich meine, glaube ich, dass sie damit ein Statement gesetzt haben und gesagt haben, das ist es. Er ist nicht bunt, er ist nicht voller Superhelden, er ist traurig, er ist dunkel und er ist ein Ende. Und das ist... Oh, und das aber... Richtig gut gemacht. Richtig gut. Ja, ich kann gar nicht mehr sagen, weil ich will nicht allen das irgendwie verderben, irgendwie spoilern oder so. Deswegen. Chris, hat er dir auch gefallen? Ich fand ihn auch relativ cool. Wie gesagt, also er war halt düster. Also düster halt so wirklich so, du leidest wirklich mit einfach mit Wolverine und auch Xavier. Und das, was er über die Jahre zwischen den beiden Charakteren auch immer wieder so dieses, ja, so gegenseitige Schätzen und gegenseitiges dann doch aus dem Weg gehen und immer diese Reibungspunkte, wo es zwischen den beiden Charakteren, also Xavier und Wolverine gibt und gab, auch die gibt es immer noch, aber man merkt einfach, dass dann doch der Zusammenhalt, die Freundschaft dann doch irgendwo größer ist und ja, also ich fand ihn ganz cool. Also bei mir hat er jetzt nicht die volle Punktzahl, oder bekommt er nicht die volle Punktzahl, aber ich bin bei 8 von 10 und ich denke, da ist er ganz gut aufgehoben.
Das klingt ja auch schon ganz gut. 8 von 10, ja? Ja, ach, ich wäre da ähnlich. Also ich würde ihm vielleicht sogar 8,5 geben. Doch, 8,5. Okay. 10. Ja, klingt ja nicht schlecht. Also interessiert mich auf jeden Fall von der Geschichte mehr als irgendwie diese anderen Superheldenfilme, die es da so gibt, die ich zwar auch irgendwie so peu à peu geguckt habe, aber das ist ja für mich dann mittlerweile fast so ein Einheitsbrei geworden, wo ich kaum noch unterscheiden kann, was war jetzt in welchem Film. Und das klingt aber auch ganz gut. Also ich hatte schon einiges drüber gehört über den Film, dass es so eher so düster sein soll und so. Nicht schlecht. Werde ich mir mal irgendwie vormerken. Ins Kino werde ich es nicht schaffen, aber im Heimkino auf jeden Fall. Und dann wäre ich irgendwie so in einem halben Jahr oder Jahr, wenn es dann eh keinen mehr interessiert, wäre ich dann sagen, wie ich eine fand. So. Aber Lego Batman fand ich gut. Naja. Ich habe noch einen Film geguckt. Also ich habe eigentlich noch andere Filme geguckt, aber ich rede heute nur über einen. Nämlich Mara und die Feuerbringer. Und liebe Hörer, bevor ihr jetzt ausschaltet und sagt, ah, was ist das hier, Kinderquatsch oder sowas. Ciao. Hört erstmal zu. Und zwar, mir ging es nämlich genauso bei dem Film. Den haben wir irgendwie auf Sky, fing da an und sah erstmal so ganz ja, komisch aus. Und so, ich dachte, ja, bleiben wir mal dran, weil meine Tochter, die ist ja 11 und so. Und der hat es eigentlich so gefallen. Der Anfang war auch irgendwie so ein bisschen witzig, fand ich, gerade der Anfang. Da bin ich auch mit sitzen geblieben und habe den auch mitgeguckt. Und zwar, Mara und der Feuerbringer ist so eine Fantasy-Geschichte, kommt aus Deutschland und wer jetzt denkt, boah, das kann doch nicht funktionieren oder sowas, es funktioniert erstaunlich gut und ich war wirklich angenehm überrascht. Wie ich jetzt erst im Nachhinein so richtig erfahren habe, also während des Films habe ich das noch nicht gewusst, der Regisseur des Films heißt Tommy Krabbeis und der hat Bestsellerbücher geschrieben, nämlich über diese Mara und der Feuerbringer und dann gibt es noch zwei andere Teile. Quasi eine deutsche Fantasy-Romanreihe für, ich denke mal, Zielgruppe vielleicht doch eher so ja, heranwachsende Teenie-Mädchen. Ja. Aber es ist jetzt nicht so schlimm wie diese anderen Filme, die es da so gibt, wo man als Erwachsener da sitzt und oh, denkt, unerträglich ist das schlecht und so wow, und kräuseln sich einem die Fußnägel hoch oder sowas. Hier bei Mara und der Feuerbringer, ich fand das wirklich witzig, also gab es viele Stellen drin, da gab es so Filmzitate, da wurde sich halt irgendwie bezogen auf Herr der Ringe, so nach dem Motto, boah, das sieht ja aus hier wie Mordor alles und alles, der Schicksalsberg und irgendwelche anderen Dinge, also immer so ein One-Liner auf den Lippen und man hat gemerkt, dass der Buchautor selber auch Regie geführt hat, denn da gab es sehr viele so Off-Stimmen, wo quasi die Mara quasi das, was sie gerade gedacht hat, in Worte gebracht hat. Allerdings hat man richtig gemerkt, das waren so richtig Worte, die wahrscheinlich im Buch 1:1 so drin sind, aber die waren wirklich auch sehr, sehr lustig. Die Mara ist ein junges Mädchen, die ist 14 Jahre alt und geht in München in eine Schule und deren Mutter wird gespielt von Esther Schweins und die ist so eine völlige Öko-Tussi, also die macht hier so, was weiß ich, Bäume umarmen und weiß nicht, so Klangschalen und probiert ständig irgendwelche Sachen aus, für die sie ganz viel Geld ausgibt, irgendwelche kuriosen Pseudo-Sachen und ihre Tochter kommt nur langsam in die Pubertät, hat da wirklich langsam so ein bisschen Problem mit ihrer Mutter, aber sie lebt halt mit der Mutter allein und kommt halt nicht an ihr vorbei und die Mutter will halt auch immer irgendwie mit ihr connecten wieder und nimmt sie halt irgendwie mit auf solche Baumumarmungsseminare und denkt nun, das wäre eine schöne Gelegenheit mit ihr zusammen. Die Mara, die hat immer mal so Visionen. Da sieht sie wirklich irgendwie so Kampfgetümmel wie bei Herr der Ringe, hier Rückkehr des Königs am Schluss, hier die Riesenschlachten und sowas sieht sie da. Und sie weiß nicht so recht, was das so zu bedeuten hat. Und da kommen einige Sachen drin vor, die irgendwie so ein bisschen bekannt vorkommen. Und sie erfährt dann, da gibt es in München an der Uni einen Professor, Dr. Reinhold Weisinger, gespielt von Jan-Josef Liefers mit Bart und Hut, habe ich fast kaum erkannt, der über diese germanische Mythologie da einen Lehrstuhl unterhält. Und ja, sie offenbart sich ihm so ein bisschen. Erst sagt sie so, ja, ihre Freundin hat das und das, aber dann sagt sie auch wirklich, wie das sie es ist. Und sie kann dann nämlich auch sich quasi in diese andere Dimension so reinbeamen und ist dann plötzlich woanders und da kann sie ihn auch mitnehmen. Das klingt jetzt alles ein bisschen komisch, aber es ist echt cool gemacht und
der Halbgott Loki, den man ja auch aus Thor kennt, der wird gespielt von Christoph Maria Herbst. Und der hat nämlich das Problem, dass seine Frau von so einem bösen, von diesem Feuerbringer gefangen genommen wurde. Und er selber, der Loki, ist nämlich auch gefangen und braucht nun eine Hilfe, dass irgendjemand seine Frau rettet, weil ansonsten befreit er sich nämlich und dann ist der Weltuntergang nah und steht die ganze Welt auf der Kippe. Es spielen ziemlich viele bekannte Leute mit. Eva Habermann ist noch mit dabei und das ist echt nett gemacht. Kann man sich angucken. Also Chris läuft auf Sky. ich glaube auf Sky Family oder wie das heißt irgendwie. Okay. Ich weiß nicht, ob du den Sender jemals geguckt hast oder so. Du bist, Theater habe ich Ostwind gesehen. Ah ja, genau. Aber das ist echt viel besser als Ostwind. Ich fand's wirklich lustig. Also, und hast du Ostwind gesehen? Ich habe es tatsächlich geguckt, ja. Ha! Also ich hatte es mal mitlaufen gehabt hier, weil ich mal gucken wollte, was da dran ist, aber da ist nichts dran. Aber Ostwind 2 habe ich nicht gesehen, da haben wir drüber weggeschaltet, als das neulich lief. Aber hier, jetzt nochmal zu dem zurück, der Film endet nicht so, wie man es denkt. Man denkt, ah, ich hab's kapiert, ich weiß, was die mit ihrer deutschen Fantasy, mit ihrem deutschen Fantasy-Film, was die wollen und so. Dann überrascht einen das Ende aber dann doch ein bisschen. Und bis dahin ist eigentlich sehr amüsant. Ist natürlich Zielgruppe her doch eher so, ja, junge Mädchen oder so. Aber meiner Tochter hat es wahnsinnig gut gefallen. Ich glaube, die will jetzt auch die Bücher lesen. Und wenn das einen Film erreicht, ist doch alles gut, oder? Also mir hat er auch gefallen. Also ist auch für Erwachsene jetzt nicht gerade so Pain in the Ass, dass man sagt, oh, furchtbarer Film, wie man hier durchstehen muss. Sondern wir haben da zusammen gelacht und gut, die Spannung habe ich jetzt nicht ganz so empfunden wie sie jetzt. Für sie war es natürlich spannender, da habe ich schon viel krassere Filme gesehen, aber es ist halt doch, ich sag mal, jugendlichen gerecht gemacht. Ja, ich glaube, euch beide habe ich jetzt von diesem Film nicht unbedingt überzeugt, aber wenn er irgendwie mal auf Sky läuft, dann schalt mal nicht gleich aus, lass ihn mal ein bisschen laufen. Und dann mega, ich habe so Bock jetzt auf den Film. Heino Ferch ist auch noch mit dabei. Naja. Jetzt hasch mich. Ich würde da sogar, also da gibt es ja noch, ich glaube, noch zwei Bücher. Also da gibt es dieses Buch und dann noch zwei. Ich glaube, wenn das nächste Buch, wenn das ins Kino kommt, würde ich, glaube ich, mit ihr sogar reingehen in den Film. Der hat mir echt gut gefallen. Ja. Also es hören ja vielleicht auch Eltern hier zu. Ne? Schöne Grüße an den Willems zum Beispiel oder so. Das ist ein Film, den kann man mit Kindern gucken. Okay, dann machen wir mit anderen Themen weiter. Und schauen mal, oder habt ihr noch was gesehen? Erstmal kurze Testfrage. Nö. Okay, dann inzwischen hat nämlich auch meine Seite geladen, das war gut, dass ich... gucken wir mal, wie es hier in Stuttgart in den Kinocharts aussieht. Kinocharts. Auf Platz... Ich fange mal mit der 11 an, da ist nämlich Moonlight. Platz 10 ist La La Land. Platz 9 ist Die Häschenschule, die Jagd nach dem goldenen Ei. Platz 8 ist der 101-Jährige, der die Rechnung nicht bezahlte und verschwand. Platz 7 ist Lego Batman. Platz 6 ist Lion, der lange Weg nach Hause. Platz 5 ist nur noch 50 Shades of Grey. Platz 4 Bibi und Tina, Tobabow total. Platz 3 ist Logan the Wolverine, da habt ihr ja mit dazu beigetragen. Platz 2, Die Schöne und das Biest. Und Platz 1, Kong, Skull Island. Ich überlege gerade, welchen von diesen genannten Filmen ich gern sehen würde. Außer den, die ich schon gesehen habe. Und da zieht es mich irgendwie gerade... Bitte? Die Schöne und das Biest. Nee, nix für mich. Oh. Ich glaube, also Logan, ja, würde ich... Vielleicht ne, ins Kino, weiß nicht, aber weiß nicht, da zieht mich jetzt gerade nichts rein. Aber vielleicht ist ja was dabei bei den, ich sehe schon, bei der Vorschau, nämlich 23.03. starten folgende Filme. Da startet nämlich Live der Film, den hatte uns mal jemand in den Kommentaren empfohlen. Und da hatte ich dann mal den Trailer geschaut. Sah ziemlich gut aus. So ein Science-Fiction-Film. Wie steht hier? Starbesetzter Science-Fiction-Thriller, in dem die Entdeckung außerirdischen Lebens die Zukunft der Menschheit bedroht, mit Jake Gyllenhaal und Ryan Reynolds. Das sah nämlich ziemlich gut aus, der Trailer. Ich mag ja solche Filme. Dann, ist doch was für euch, oder? Power Rangers, der Film. Oder? nee, ich war nie der Power Rangers-Freund.
Also ich werde den Film schon angucken, aber nicht im Kino. Ich warte aufs Home-Kino. Ja. Also ich war auch nie so ein Power Rangers-Fan, aber ich muss sagen, die Ausschnitte, die ich jetzt immer so gesehen habe, finde ich nicht schlecht. Aber ob ich da jetzt ins Kino gehen würde, weiß ich nicht. Das wirkte am Anfang, dieser eine lange Trailer, der auch mal vor der Sneak lief. Chris, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast oder warst du wahrscheinlich gerade draußen mit deiner Preisekiste. Nee, habe ich nicht gesehen. Da gibt es so einen Trailer, der fängt an, da denkst du, irgendwie eine Neuauflage von Breakfast Club kommt da. Ah, weißt okay. du, was ich meine? Da sitzen die alle so in so einer Schulsituation und müssen irgendwie nachsitzen und da dachte ich, ist das jetzt eine Neuauflage von Breakfast Club oder so? Und dann geht es auf einmal los damit. Ja. Lombok startet auch noch. Das ist natürlich ein sehr empfehlenswerter Film. Dann startet noch Die Jones, Spione von nebenan. Den hatte ich ja schon in der Presse-Preview gesehen gehabt und hatte ich ja schon mal empfohlen. Er ist ja echt ganz nett. Für Fans von Zach Galifianakis und John Hamm und Isla Fisher, wo die Zach Galifianakis und Isla Fisher, wo die ahnen, dass nebenan vielleicht Spione eingezogen sind in das Haus, Nachbarn. Und da ist ja auch die Gal Gadot dabei. Hm? Chris, das war dein Einsatz. Wonder Woman. Ein was ist auch noch diese Woche, nämlich, es war ein Dokumentarfilm, aber der läuft in vielen, vielen Kinos, ich glaube in Stuttgart auch, nämlich Rammstein, dieser Konzertfilm. Da war doch auch der eine, der immer in die Sneak geht, ne? Der hat da auch irgendwie Karten gehabt, ne? Ja, richtig, Rammstein in Paris. Ja. Within startet noch ein Horrorfilm. Das neue Haus der Patchwork-Familie scheint perfekt, doch das Innere führt ein mysteriöses Eigenleben und scheint sich der Bewohner entledigen zu wollen. Ein japanischer Science-Fiction-Action-Film startet auch. Und zwar Attack on Titan Teil 2, End of the World. Im zweiten Teil der Realverfilmung müssen Eren und seine Freunde die Welt vor den Titanen retten, sonst wird die Menschheit untergehen. Ja, wie immer halt, ne? Standard. Dann startet noch Storm und der verbotene Brief. Ich glaube, da hatten wir nicht so einen Screener bekommen, hatte ich euch auch weitergeleitet, ne? Aber ich bin noch nicht dazu gekommen, den zu gucken. Ja, doch, du hast da was geschickt. Ja, ja, genau. Aber das, ja. Na gut, dann überspringen wir das mal. Dann startet noch Der Hund begraben, eine schwarze Komödie über einen zugelaufenen Hund, der langsam die Hauptrolle im familiären Zusammensein übernimmt, ganz zum Verdruss von Vater Hans. Oh, das ist ein deutscher Film? Ja. Mit Justus von Donani, Juliane Köhler, quasi so eine deutsche Version von Beethoven oder was soll das sein? Wahrscheinlich. Was haben wir noch so? Das startet nicht bei uns. Mitschülerin. Ein russischer Film. Eine russische Komödie. Mitschülerin. Beliebte russische Komödie über drei Freundinnen, die Katja eine Nacht vor ihrer Hochzeit einen neuen und diesmal treuen Ehemann besorgen müssen. Und dieser türkische Film, den wir bei den Sneak Tips hatten, Tatlim Tatlim, Haybeden Gücü Gücü Ask, startet auch. Aber bevor wir jetzt weitergehen, gibt es öfters, dass die Katjas Probleme haben mit den Ehemännern? Weiß nicht. Ich glaube, das ist ein Einzelfall hier im Kino. Okay, alles klar. Ich dachte, ich frage mal nach. Ich frage für einen Freund. Ansonsten, die anderen Sachen laufen alle nicht. Nee. Okay. Sind wir eigentlich da durch? Die Catered. Oh, Serien. Huiuiui. You Are Wanted hast du geguckt. Bist du auch so begeistert wie alle? Also, wir fangen mit You Are Wanted an. Das andere ist ein längeres Thema. Also, You Are Wanted ist die neue oder die erste deutsche Amazon Prime Serie mit und von, glaube ich auch, Matthias Schweighöfer. Es gibt Menschen, die haben sich die ganze Staffel ein Stück reingezogen. Ich habe nicht die erste Folge geguckt. Und es liegt, da gibt es mehrere Gründe für. Der erste Grund ist Matthias Schweighöfer. Ich kann diesen Mann nicht ernst nehmen. Das ist so ein bisschen, der ist einfach momentan überall und dauernd präsent. Das ist so der Punkt, wo mich Schauspieler anfangen zu nerven. Damals war das schon bei Til Schweiger so. Und jetzt ist es eben Matthias Schweighöfer, der darunter leiden muss, dass ich ihn nicht mehr leiden kann.
Aber gut, ich schau mal rein. Geht nicht. Nein, also die Serie ist einfach nur Banane. Wir haben hier einen Matthias Schweighöfer, der in einem Hotel arbeitet und plötzlich gibt es einen riesen, in ganz Berlin einen Blackout und als dann wieder alles hochfährt, kriegt er irgendwie eine E-Mail auf sein Handy und von einem Absender, den er nicht kennt und natürlich klickt er auf den Anhang, selbstverständlich, und dann macht es irgendwie Download abgeschlossen und seitdem macht sein Handy, was er will und sein Laptop macht, was er will und alles ganz bisschen seltsam. Und dann werden hier so irgendwelche komischen 0815 Begriffe durch den Raum geworfen. Und das ist alles ein bisschen sehr seltsam. Ich finde ihn von seiner schauspielerischen Leistung überhaupt nicht überzeugend. Seine Frau wird gespielt von, ich weiß nicht, bestimmt Alexandra Maria Lara, oder? Ja, diese braunhaarige, kann sein, ich weiß nicht, wie der heißt. Die finde ich auch nicht besonders überzeugend. Also, dass die zwei verheiratet sind, merkt man dieser Serie überhaupt nicht an. Also überhaupt, dass die eine Empfindung füreinander haben, habe ich nicht das Gefühl in diesen paar Minuten von der Serie, die ich gesehen habe. Und mir war der Film einfach nur, oder die Serie einfach nur doof. Deswegen habe ich abgeschalten. Ich habe dann aber noch mit anderen Leuten gesprochen, die mehr als nur eine Folge gesehen haben. Und da sind sich ganz, ganz viele leider einig, dass das der komplette Griff ins Klo ist. Es gibt sicher Leute, die finden ihn gut, die finden die Serie gut, die finden das spannend und mitreißend, gar keine Frage. Ich glaube aber, alles in allem ist das nix. In meiner Filterbubble, Twitter und Facebook, wo ja viele Leute sind, die sich untereinander auch vielleicht gar nicht kennen und so, habe ich von keinem einzigen was Gutes gehört über die Serie. Also jeder, der es geguckt hat, hat nur rumgespackt und sagt, oh, furchtbar, ganz furchtbar und alles nur geklaut und alles schon mal besser da gewesen und hätten sie schenken können. Und also ich habe es selber noch nicht gesehen, ich gebe das nur erstmal wieder, aber puh, da fand ich schon ziemlich heftig. Also deswegen hatte ich jetzt auch nicht so den Drang, mir das jetzt anzugucken. Also ich hab einfach mal den Hashtag genommen, You Are Wanted, und habe mal geguckt bei den neuesten Nachrichten, was so Twitter so von sich gibt. Da sind schon welche dabei, die schreiben und ja, also richtig gut, mal was Deutsches und so, ne? Ich will dranbleiben, mehr Folgen, so, ne? Aber es gibt halt auch welche, die sagen, totaler Mist. Gibt ja auch und welche, die nicht bei Amazon arbeiten, ne? Richtig. Und da reihe ich mich einfach ein. Ich finde es totaler Mist. Also das Problem ist aber, dass ich generell nicht so überzeugt bin von deutschen Serien und Filmen. Also es muss wirklich ein richtig guter Film sein, wie damals zum Beispiel Stereo. Der hat mich ja total geflasht. Oder Die Welle. Ja, das sind so Filme, die finde ich richtig gut. Aber da ist halt auch das Potenzial das Richtige. Da ist die Motivation die Richtige. Ja, und hier ist es, der Film besteht komplett aus Product Placement. Sorry, aber der kriegt zu seinem Geburtstag von seinen Kollegen eine Palette Red Bull mit einer Kerze obendrauf. Ja? Also, da ist Red Bull einer der Hauptsponsoren vom Gefühl her. Ja? Ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, das ist eine reine Geldmacherei. Und Hauptsache, wir Deutschen bringen halt auch mal was auf den Markt bei Amazon. Das fand ich extrem schade. Es gibt gute deutsche Serien. Weißensee zum Beispiel oder Im Angesicht des Verbrechens. Oder ich glaube, Weinberg ist doch auch so eine deutsche Serie, die so gut ist. Ja, die fand ich jetzt nicht ganz so. Aber ja, nee, es gibt ganz, auf jeden Fall. Ganz bestimmt. Ja. Aber ich meine, gerade mit Amazon. Ich meine, die haben jetzt gerade meinen persönlichen Oscar-Favoriten Manchester by the Sea produziert. Ja. Warum? Ja. Naja, ich werde auch mal einen Blick riskieren. Denn ich habe jetzt mal eine längere Zugfahrt vor mir. Da kann ich ja vielleicht mal eine oder andere Folge gucken und dann mal schauen. Kann ich mir ja vorher mal runterladen. Allerdings, ist eigentlich auch doof, wenn ich mir das da runterlade auf mein Tablet. Man kann ja nur eine bestimmte Anzahl von Sachen runterladen. Wenn es mir nicht gefällt, da habe ich den ganzen Schrott da drauf. Er lädt halt immer nur mal drei Folgen runter oder so. Ja. Ich habe halt das Gefühl, die wollten so einen so eine Art Verfolgerserie machen, im Stil von Mr. Robert. Also es wirkte alles sehr geklaut. Ja, alles schon da gewesen, keine neue Idee dahinter. Schade, einfach schade. Jetzt mal der Aufruf an unsere Hörer.
falls das jemand oder wenn das jemand von euch gut fand, kann er auch mal schreiben, was ihr da gut fandet dran. Ja. Und, oder wie ihr es überhaupt fandet, wenn ihr es schon geguckt habt. Chris, hast du es schon gesehen irgendwie? Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich wollte es eigentlich mir anschauen. Also ich habe auch versucht, jetzt ganz arg viel wegzuhören, weil ich eigentlich unvorbelastet das Ganze angehen möchte. Aber ja, mal gucken, wann ich dazu Zeit finde. Also es ist jetzt nicht so ein, oh, ich muss das unbedingt noch anschauen, bevor der nächste Sonnenstrahl hier irgendwie meine Ländereien berührt oder so. Von dem her, es hat noch ein bisschen Zeit. Okay, also werden wir es irgendwann mal noch besprechen, wenn der Hype dann schon durch ist. Wir warten, wir lassen uns von diesem Hype jetzt nicht hier. Was ist ein tote Mädchen, lügen nicht. Von diesem Negativ-Hype meinst du? Okay. Ja, negativ, beides. Es ist ja überall, an jeder Plakatwand, man fährt ja durch die Stadt und überall wird man angelächelt von dem Schweigehörer. Echt? Hier bei uns irgendwo? Ja, ganz schlimm. Ja, ja. Ist mir nichts aufgefallen. Komisch. Ganz anstrengend. Ich gehe mit geschlossenen Augen durch die Stadt. Ja, schon. Tote Mädchen lügen nicht. Möchte ich kurz mal drauf zu sprechen kommen. Die Serie wird am 31.03. auf Netflix starten. Ich habe mehrere Teaser dazu gesehen und fand es extrem spannend. Ich habe richtig Bock auf die Serie. Aber ich habe auch ein bisschen recherchiert und festgestellt, dass es ja auf einem Buch beruht. Und das Buch gibt es schon eine ganze, ganze Weile. Ja, das Buch ist nämlich 2009 bereits erschienen und wurde, glaube ich, in 14 Länder verkauft, war auch irgendwie über 50 Wochen auf der Bestsellerliste der New York Times und auch in Deutschland auf die Bestsellerliste geschafft. Und es ist ein sehr, sehr prägnantes Thema, um was es in der Serie geht. Und deswegen habe ich mich entschlossen, ich bin ja die absolute Anti-Leserin, ich lese eigentlich nie Bücher. Aber ich habe mich entschlossen, dass ich nicht bis zum 31. warten kann, um mehr von dieser Geschichte zu erfahren. Und habe mir daher gestern das Buch gekauft. Das Taschenbuch hat 181 Seiten oder so. Ich habe gestern angefangen und bin jetzt auf Seite 217. Ich schaffe das heute noch. Und ich bin extrem gefesselt von dieser Geschichte. Worum es grob geht, worum auch die Serie sich natürlich handelt, das ist eine Miniserie, die da Netflix produziert hat. Es geht um eine junge Dame, die heißt Hannah Baker. Und Hannah Baker begeht Selbstmord. Und sie hinterlässt 13 Tapes, also genau genommen sind es 9 Musikkassetten mit Seite A und B. Also mit insgesamt 13 Seiten. Und die erzählen ihre Geschichte. Sie ihr Leben und betreffen 13 Personen, die alle damit gleichermaßen dafür verantwortlich sind, dass sie sich das Leben genommen hat. Und sie erzählt eben in diesen 13 Geschichten, wie es dazu kam. Und sie schickt, also kurz bevor sie umbringt, schickt sie das los an den ersten, also auf Nummer 1 in der Geschichte, dieser Liste quasi, und erzählt ihm, warum das alles passiert ist. Und er hat dann die Aufgabe, sich alle 13 Geschichten anzuhören und dann das jeweils immer dem Nächsten weiterzuschicken. Also, dass es später alle 13 Personen von A bis Z durchgehört haben und die Geschichte und die Vorkommnisse auch nur diese 13 Personen kennen. So. Darum geht es im Groben. Und ich kann das Buch nicht aus der Hand legen. Es ist unglaublich spannend. Es ist unglaublich fesselnd. Es wird aus der Perspektive von einem dieser Menschen auf dieser Liste erzählt. Clay kriegt die Kassetten zugeschickt und Clay war verschossen in Hannah. Fand sie immer ganz toll und er kann sich auch nicht erklären, wie er auf ihrer Liste gelandet ist und erlebt eine Nacht, die er nie wieder vergessen wird. Und dieser Kassetten, die er sich da anhören muss und irgendwann auch will und irgendwann nicht mehr aufhören kann. Und es ist unglaublich krass, die Geschichte. Und ich habe jetzt richtig, richtig Lust, diese Serie anzugucken und zu wissen und zu erfahren, wie haben das die Macher umgesetzt. Legen die extrem viel Wert auf die Nähe zum Buch? Das würde mich extrem freuen.
Klar weiß ich dann, wie es ausgeht, aber das ist mir in dem Moment egal. Ich will einfach nur wissen, ob es entsprechend umgesetzt wird, ob die Serie ans Buch rankommt. Und deswegen möchte ich auch mal die Empfehlung aussprechen. Klingt gut, ja. Ja. Es zählt aber eigentlich als Jugendbuch. Ist nur die Frage, wie sie das so umsetzen. Weil ich meine, wenn da jemand irgendwelche Musikkassetten sich anhört, das lässt sich natürlich schlecht filmisch umsetzen. Aber ja, mal sehen, wie sie es hinkriegen. Vielleicht machen sie es mit irgendeinem Videoblog oder irgend sowas. Wahrscheinlich eher so. Also laut dem Trailer läuft Play mit Kopfhörern rum und man hört dann, was Hannah in dem Moment auf der Kassette spricht. Und seine Reaktion darauf. Also so habe ich das jetzt im Trailer verstanden, dass es so umgesetzt wird. Und wenn es so umgesetzt wird, dann ist es wie ein Buch. Und das fände ich richtig gut. Okay, klingt gut. Ja. Einfach mal reingucken, wen es interessiert. Das Buch ist extrem zu empfehlen. Wenn ihr es im Laden sucht, müsst ihr bei den Jugendromanen gucken. Nicht bei den normalen. Genauso wie bei Mara und der Feuerbringer. Ja, ist auch wahrscheinlich eher für Jugendliche gedacht. Ne? Aber trotzdem gut. Genau, wie das wahrscheinlich auch. Ja, absolut. Genau. Meine Empfehlung. Klingt sehr spannend. Vielleicht hat das ja schon irgendjemand gelesen von den geschätzten Hörern. Dann meldet euch mal. Also nicht irgendwas spoilern, aber einfach mal. Vielleicht fand das jemand auch gut oder so. Okay, dann kommen wir zu der beliebten Rubrik. Kates Filmrätsel. Es klappt immer besser hier, ne? Ach, dieser Tusch, ich liebe ihn einfach. Und du hast dir nämlich mal an schon die gerätselten Sachen vom letzten Mal angeschaut. Ich glaube, die waren sich ja wieder alle einig, die da kommentiert haben. Ganz genau. Jetzt musst du die offizielle Auflösung geben. Das war LA Confidential. Das habe ich aus deinem Rätsel habe ich das nicht. Ich habe den Film gesehen. Ich habe den auch sehr gemocht, den Film damals. Aber ich habe das nicht daraus geschlossen irgendwie. Gut, das ist wahrscheinlich zu lange her, dass ich den gesehen habe. Möglich, möglich. Hab den lange nicht mehr gesehen. Und wie sieht dein heutiges Rätsel aus? Ich habe mir gesucht von diesem Wochenende. Alle aufpassen. Zwei Detectives jagen einen ebenso grausamen wie raffinierten Serienmörder. Mit jedem seiner Morde scheint er den Cops jedoch immer einen Schritt voraus zu sein. Das weiß Doch, ich. Achso, es geht noch weiter. Ich muss nur kurz die Namen ausblenden. Wie sage ich Ihnen das? Doch beide Detectives sind dem Serienkiller in die Enge getrieben, stellt er sich den Cops. Ein weiterer intelligenter Schachzug des Killers oder eben nicht? Ja. So. Diese Unterbrechung. Namen ausblenden, ist ja anstrengend. Diese Unterbrechungen bei der Kate sind gewollt, damit es nicht so leicht ist, das Rätsel. Also die Worte, die jetzt nicht rübergekommen sind. Ich hab's gewusst, bei die zwei Polizisten, die den Serienmörder verfolgen, ich glaube, da wusste ich schon, was es ist. Unfassbar. Ist ja auch einer meiner Lieblingsfilme, wenn das der ist. Ich verrate nichts. Rätselt mal mit, schreibt es in die Kommentare rein. Und ansonsten hatten wir ja beim letzten Mal auch eine DVD zu verlosen, ne? Mit diesem Max Steel, die Blu-ray. Nicht DVD, Blu-ray. Ja. Und da konnten ja alle, die einen Kommentar geschrieben haben, sollten da reinschreiben, was ihr Superheld ist. Wenn ich das richtig sehe, hat hier der Kürschat, sagt Batman. Der Nitram Red, der Martin, hat den Ronny Kneusel aus dem Comic. Die Steff, hat die auch was? Nee, kein Superheld, will nicht teilnehmen. Der Thomas, das ist aber nicht der Thomas Holmer, sondern ein anderer Thomas, der hat auch den Batman, den alten hier mit Boom, Zack, Pow und so. Übrigens auch schöne Szene bei Lego Batman. Der Meister Quitte, der hat auch einen Incredible Hulk. Und da ist nochmal der andere Thomas Holmer, ja. Also 1, 2, 3, 4, 5 Teilnehmer. Sehe ich das richtig? Ja. Oder? Mhm. Ja. ich habe hier einen Würfel.
Nehmen wir einfach mal den Würfel. Ist jetzt allerdings der aus Schaumgummi, so ein großer. Und den, wenn du jetzt die 6 würfelst? Dann würfel ich einfach nochmal. Darfst du nochmal. Dann würfel ich nochmal. Oder dann behalten wir einfach die Blu-ray. Genau. Nee, warte. Denkt ihr euch mal eine andere Reihenfolge für die Nummern aus? Also nicht 1, 2, 3, 4, sondern irgendwas anderes? Kate, mach mal. Also mit irgendeiner anderen Zahl vielleicht anfangen und ich sag dann, welche Zahl das ist. Das, genau. Ach so, warte mal. Kannst du zum Beispiel, was? Ich verstehe es nicht. Nur so als Beispiel, fängst statt mit der 1 für Kürschat, fängst du mit der 5 an oder sowas und dann weiter nach vorne und wieder von vorne. Weißt du, wie ich meine? Nee. Nein. Dann schreib dir die Namen auf und schreib andere Nummern davor. Ich habe keine Stimme. Warte. Dann mach Notepad auf. Ja, ich bin ja schon dabei. Wo ist denn eigentlich mein anderer Würfel hin? Ich hatte hier noch so einen richtig schönen, so einen richtigen. So, also. Ein anderer Würfel ist weg. Geh auf. Ich habe wirklich nur den Schaumgummi. Ich bin vorbereitet, Entschuldigung. Da hört jetzt keiner von den Hörern, wenn dieser Würfel fällt. Hast du keinen richtigen Würfel? Kann ich würfeln? Moment, ich muss jetzt den Namen aufschreiben. Ach, vielleicht ist hier mal. Nee, der ist nicht mehr da, der Würfel. Ja, gut, wenn man Kinder hat, da verschwinden öfters mal Sachen. Gerade solche Sachen. Braucht man sich nicht wundern, wenn dann plötzlich mal ein Würfel nicht mehr da ist. Der taucht dann bei irgendeinem Kindermensch, ärgere dich nicht wieder auf. Das waren doch 5, oder? Ja. Ich habe jetzt Kürser, Thomas und Nitram. Red, wer noch? Dann noch der andere Thomas. Ich habe schon 2 Thomas. Ach so. Der Meister Quitte hat noch Incredible Hulk. So, warte, ich muss noch mal. Das ist doch auch mal schön für die Hörer, dass sie das so miterleben, wie das hier so entsteht und so. Unfassbar. Wir hätten sowas ja auch vorher schon machen können. Hätte, Fahrradkette. So, Moment, ich hab's weg. Wir haben ja nachher noch eine Verlosung. Bleib dran, das wird noch genauso spannend wie jetzt gerade. Wir verlosen okay. Pantoffeln. Ich hab's durch, ich hab's geschafft, ich Super. Hab's durchnummeriert, ist okay. Also, jetzt würfel ich hier. Warte mal, das ja. ist die 1. Das ist der Nitram Red. Okay. Grüße. Martin, Ronny Kneusel war das, ne? Hat er ausgewählt. So, hat man eigentlich noch andere? Können wir gleich mal in die Kommentare reingehen. Die Steff hatte in der Sneak auch Lombok und sie kennt Lombok nicht, was eine Schande ist. Steff, nachholen. Und sie hatte echt Probleme, den Film zu verstehen. Ja, das hat man bei Lombok 1 auch, den Film zu verstehen, aber das ist auch nicht der Grund für den Film. Und bei einer Szene hat sie Tränen gelacht auch. Das wird wahrscheinlich dieselbe gewesen sein. Jetzt habe ich gerade wieder Bilder vor Augen. Chris, geht es ja auch so? Ja. Lassen wir doch das. Mit diesem Gummiartigen. Was dann mal so auf dem Arm abgelegt wurde. Achtung, Spoiler. Nee, das war kein Spoiler. Sie hat auch Manchester by the Sea gesehen und war sehr überrascht. Das ist ja ein reiner Männerfilm. Findest du? Ich weiß nicht. Das Anschweigen der Charaktere war unerträglich. Schrecklich langatmig, der Film. Fand ich eigentlich auch nicht. Aber gut, wenn sie sagt, ein Männerfilm vielleicht. Sie kann durchaus verstehen, warum ich und ihr Freund so sehr berührt waren. Ihr Fazit, Little Woman in der Neuzeit für Männer. Sie gibt nur 6 von 10, lernenden Teenies. Okay. Und der andere Thomas, der hat noch geschrieben gehabt, also neben dem Thema mit Batman, hat er noch geschrieben, er ist sehr auf Lombok gespannt. Unsere Folge macht ihm große Lust darauf. Ja, also wenn du Lombok 1 kennst und gefeiert hast, dann geh unbedingt in den rein. Da kannst du noch mal mehr lachen. Der Meister Quitte war 3 Wochen im Urlaub. Boah. Boah. Und er hat dabei sogar einen Drehort besucht. Und jetzt natürlich so, jetzt erzählt er, was er für Filme gesehen hat, aber das eigentlich Interessante wäre, wo er war und was er für einen Drehort besucht hat. Würde ich auch gerne wissen. Ja, genau. Also da teasert er hier so an und dann so, ja, er holt jetzt gerade die Folgen nach und im Flugzeug hat er La La Land angeschaut und nach einer Stunde hat er aber ausgeschaltet, weil irgendwie ist er an den Film nicht rangekommen. Weiß ich auch nicht, ob Flugzeug da so ein auf dem kleinen Bildschirm mit Kopfhörern, mit dem Flugzeuggebrumme da außenrum, ob das so ein
so ein gutes Ambiente ist für so einen Film. Hm. Die Jones hat er auch gesehen, gibt 6 von 10. The Accountant fand er richtig gut, 8 von 10. Vajana hat er auch geschaut, 7 von 10. Ich glaube, der war weit weg. Der ist ein bisschen geflogen, glaube ich. Ja, typischer Disney-Film, muss man nicht unbedingt im Kino sehen. Ja, auf Lombok freut er sich und sein Lieblings-Superheld hatten wir vorhin schon gesagt, Incredible Hulk. Hier, Logan hat er gestern im Kino gesehen und er sagt, er muss sagen, es ist eher ein Action-Drama mit mehr Bezug zum Drama hin als zur Action. Vor allem fand ich ihn ziemlich brutal und ich frage mich immer, ob man sowas einem kleinen Mädchen zumuten kann bei den Dreharbeiten. Ich freue mich auf die Folge heute Abend, macht weiter so. PS, bei Kates Filmrätsel habe ich keine Ahnung. Okay, vielleicht ja heute mehr. Also, wenn sogar ich schon, also ja. Scheint ein sehr bekannter Film zu sein, den Kate da genommen hat. Wenn das der ist, wo ich denke, das ist. Ich kann erst hinterher fragen. Ich weiß es ja auch noch nicht. Wenn die Aufnahme vorbei ist, frage ich mal, ob ich da richtig liege. Der Thomas Holmer hat Kong Skull Island sich angetan, wie er sagt. Weil er fand den nämlich nicht so gut. Ein Film, den man sich sparen kann, ohne Spannung und hat nur eine einfache Handlung. 3 von 10 Punkte gibt er nur. Ich hab's prophezeit. Ja, aber Platz 1 Kinocharts, ne? Ja. Hier in Stuttgart zumindest. Ich weiß nicht, wie es bundesweit, habe ich jetzt nicht geguckt. Okay. Und weil wir es einmal so schön gemacht haben mit den Verlosen, wir haben ja die Pantoffeln von Cure for Wellness. Wie viel hat man eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5 Stück. 5 Pantoffeln. Habe ich auch 5 Poster. Warte mal. 1, 2, 3. Ja, ich habe 5 Pantoffeln, 5 Poster. Also jeweils ein paar Pantoffeln und ein Poster gibt es zu gewinnen. Und es haben 8 Leute wollen nur die Pantoffeln haben. Also, es kriegen nicht alle Pantoffeln. Und jetzt müssen wir das irgendwie auslosen. Machen wir es so, kann einer von euch mal irgendwie einen Zufallsgenerator starten? Ich nummeriere das jetzt hier mal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also wir brauchen zwischen 1 und 8. Ich arbeite dran. Irgendwie random.org oder sowas. Ja, Zufallsgenerator.net oder wie sie alle oder heißen. Oder der Chris sagt einfach die Zahlen, ihr kennt ja die Liste. Die neue Zufallszahl zwischen 1 und was? 1 und 8. Sag einfach mal 5 Zahlen zwischen 1 und 8, inklusive 1 und 8. Moment, ich generiere einfach jetzt ganz kurz Zufallszahlen zwischen 1 und 8. Und zwar haben wir da einmal die 1. Die 1, dann haben das wir beim ist, nächsten Moment, Klick. Das ist der Mike V. Punkt. Okay, weiter? Okay, sag Stopp. Stopp. Dann haben wir jetzt die 2. Der Moritz. Moritz K. Okay. Punkt. Ich klicke im Hintergrund weiter. Sag Stopp. Stopp. Dann haben wir jetzt die 6. Das ist der Martin zur Wede. Der hat ja auch schon mal was gewonnen, glaube ich. Ja. Grüße. Okay, nochmal eine Runde. Stopp. Achso, ich vergesse mal Stopp. 5. Die 5, der Willems. Ja. Grüße, Willems. Also haben irgendwie nur so die bekannten Leute hier mitgemacht. Nee, 2, 3 neue sind dabei. Stopp, ich vergesse. Nochmal? Mal. 2. Was? Stopp. Nochmal? 7. Die 7. So, der David. Und dann sind wir durch. Haben wir 5. Vielen Dank für Sag die. Sag Stopp. Achso. Nee, Stopp. halt, Stopp. Genau. Das ist jetzt praktisch. Okay, super. Wunderbar. Also, ich lese nochmal vor. Der Mike V. Moritz K. Der Willems Martin zur W. Und der David. Ihr kriegt dann von mir eine E-Mail, da fordere ich dann mal eure Adresse ein, damit ihr die tollen Krankenhauspantoffeln aus der Psychiatrie von Cure for Wellness bekommt und das Poster. Und ich habe den Film blöderweise immer noch nicht gesehen. Ich wollte unbedingt mal gucken. Ja, was haben wir noch so auf der Liste? Das war's eigentlich, oder? Ich bin fertig. Ja, dann gucke ich mal rein, was so die lieben Hörer bei Amazon bestellt haben, um uns hier zu unterstützen. Ihr könnt also diese Amazon-Links bei den Blogbeiträgen oder rechts klicken und wenn ihr dann was bestellt, dann kriegt der Kinocast eine kleine Provision und die geben wir dann zum Beispiel für solche Gewinnspiele aus, weil ich meine, wir kriegen zwar hier diese Pantoffeln und sowas gestellt, aber so die Portokosten und sowas, wenn ich die jetzt irgendwo hin verschicke, ja, das sind dann zum Beispiel solche Sachen. So, mal schauen, was so in den letzten 7 Tagen hier
bestellt wurde. Und zwar drei verschiedene Melamin-Trinkbecher von Siggy Kid. Wahrscheinlich für ein Kind, nehme ich mal an. Für einen Jungen. Nee, einer ist blau, einer ist pink. Okay, man weiß es nicht. eine Steckdosenleiste mit 6 USB-Ports gleichzeitig noch dran. Dann 10 dreiteilige Bewerbungsmappen schwarz. Will sich wahrscheinlich jemand bewerben. Und einen Abfallsammler. Ah, ich verstehe. Ah, das sieht so aus wie das, was wir in der Küche haben, wo so zwei Fächer, wo so zwei Papierkörbe drin sind, die man so rausziehen kann. Die korrekte Bezeichnung ist Halo TR Swing Rubbish Bin Space Saving Tandem Swing for Cabinets mit 500 mm Door Panel. Jo. Okay, vielen Dank. Ja, bitte? Jetzt wissen wir. Hast du bestellt, oder? Nein, um Gottes Willen. Für eure neue Wohnung, oder? Du wisst ihr nicht mal die Abmessungen. Ja, das sieht so nach einem Standardmaß für eine Küche aus oder so. Also vielen Dank an alle, die unsere Affiliate-Links nutzen und damit den KinoCast unterstützen. Und ja, ansonsten, wenn ihr nichts mehr habt, oder? Nö. 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 Also ich wäre morgen nicht mit in der Sneak sein, schon mal so Hinweis an die Hörer. Ich bin dann aber Dienstag, Mittwoch bin ich mal in Hannover auf der CeBIT, falls da irgendjemand von unseren Hörern mal unterwegs ist. Beruflich bin ich da. genau. Könnt ihr euch mal melden. Ansonsten vielen Dank fürs Mitmachen. Danke Kate. Danke Chris. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Tschüss. Und jetzt kommt der Trailer zum Film. Ihr heutiger Kunde ist Afghane. Masoud Karzai. 3 Monate Gefängnis, dann werden Sie ausgewiesen. Das ist Ihre letzte Mission. Vermasseln Sie sie nicht. Ich will aber nicht nach Kabul. Pipi-Kram. Keine Angst, der macht bestimmt keine Probleme. Er sieht ein bisschen so aus, ist aber ganz nett. Ich bin der Cousin von Bin Laden! Aufgrund eines kleinen technischen Problems müssen wir auf dem Flughafen Valletta auf der Insel Malta landen. In dieser Position, da schläfst du wie ein Prinz. Kasawi, der dümmste Flüchtling auf der Welt. 100% ausgetrickst! Hast du den Blödmann geschnappt? Ja, er ist da, aber ich bin jetzt auch gefangen. Sag das nochmal. Sie hören, dass du ein Bulle bist. Wallah, bist du toll. Salam alaikum. Warum bringt ihr mich zu den Terroristen? Die Afghanen sind nicht alle Terroristen. Verzeih mir bitte, mein Bruder Taliban. Ich bin kein Taliban. Diese überaus charmante Frau hat mir ein Lokal verraten, das ausgesprochen schick und nett sein muss. Internationale Klasse. Die Musik aus, das ist meine Frau. Die Musik aus! Hallo, Liebling, hörst du mich? Getan. Ein Slip zu sehen ist kein Betrug! Kasawi! Kasawi! Ich bin ihn um. Wer war diese Schlampe? Also, das weiß ich nicht. Time. It is time. To win back! Ich wollte schon deinen genau. Tipp abgeben, was ich, was der... Ich tippe auf... WhatsApp. Was? WhatsApp. Was? Was warte ich ab? Na, auf die Ablösung. Ich weiß doch, dass ich recht habe. Das weißt du nicht? Klar, kann nichts anderes sein. Ich weiß gar nicht, wie viele Filme ich mit Serienkillern gucke. Ah, mal sehen. Bin gespannt.